Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns wieder mal die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lasst uns auch heute keine Zeit verlieren und starten wir direkt ins Video rein. Auf der ersten Karte heute sehen wir alle Länder, die als Einparteienstaaten gelten. Das sind insgesamt 6 Staaten, was zunächst vielleicht etwas gering erscheinen mag, doch wir reden hier von Staaten, wo es tatsächlich überhaupt nur eine zugelassene Partei gibt. Das heißt, in anderen Staaten gewinnt zwar de facto immer dieselbe Partei, es gibt aber offiziell noch andere Parteien, die theoretisch gewählt werden können. In den folgenden 6 Ländern wird aber nicht mal mehr der Anschein einer Demokratie oder von freien Wahlen gewahrt. Das größte und wohl bekannteste Land ist dabei die Volksrepublik China. Dort herrscht die chinesische kommunistische Partei seit vielen Jahrzehnten mit eiserner Hand und es gibt keine wirklich anderen zugelassenen Parteien. Ähnliches sehen wir in anderen Staaten mit einer kommunistischen Partei, darunter zum Beispiel Kuba und auch Chinas Nachbarland Vietnam. Und auch noch ein weiteres Land aus Südostasien gesellt sich dazu, nämlich Laos mit seiner Volksrevolutionspartei. Dann natürlich Nordkorea, wo ja das gesamte öffentliche Leben komplett eingeschränkt ist. Und auch noch Eritrea, wo die Volksfront für interessanterweise Demokratie und Gerechtigkeit seit vielen Jahrzehnten herrscht. Wir sehen also, insgesamt sind es im Vergleich relativ wenige Länder, in denen es nur wirklich eine Partei gibt. Wenn wir uns aber alle Staaten anschauen, in denen es zwar offiziell mehrere Parteien gibt, in denen aber de facto nur eine Partei gewinnen kann, dann sind es natürlich nochmal deutlich mehr Länder. Aber schauen wir uns eine weitere Statistik an, die besonders in diesen Ländern eine wichtige Rolle spielt. Die Rede ist dabei vom verpflichtenden Militärdienst. Wir sehen hier in Rot alle Länder eingezeichnet, in denen es einen solchen verpflichtenden Militärdienst gibt. Und darunter sehen wir schon einige Bekannte aus der letzten Karte, wie zum Beispiel Nordkorea, Vietnam, Eritrea oder Kuba. Besonders im Nahen und Mittleren Osten sehen wir dabei ziemlich viele Länder rot gefärbt. Darunter sind zum Beispiel die Türkei, Israel, Iran und Ägypten. Auch in einigen anderen Staaten des afrikanischen Kontinents, wie im Südsudan und in Angola. Und interessanterweise auch in Kolumbien. Wenn wir dann nach Europa blicken, sehen wir 4 Staaten, in denen es einen verpflichtenden Militärdienst gibt. Darunter Griechenland, das sich ja von der Türkei bedroht fühlt, Finnland, das sich von Russland bedroht fühlt, dann aber auch Österreich und Schweiz, die ja allgemein als neutrale Staaten gelten. Den härtesten Militärdienst gibt es dabei übrigens in Nordkorea und Eritrea, wo teilweise das ganze Leben lang dem Militär gedient werden muss. Wir sehen dann in Gelb auch noch alle Länder eingezeichnet, in denen es zumindest einen teilweise Militärdienst gibt. Darunter sind viele Länder der ehemaligen Sowjetunion, wie Russland, Belarus, Ukraine oder Kasachstan. Dann ziemlich viele Staaten in Nordafrika, wie Algerien und Marokko. Und noch einige Länder aus Lateinamerika, wie Mexiko, Brasilien oder Chile. In den meisten anderen Ländern, die auch den Großteil der Welt ausmachen, gibt es allerdings keinen verpflichtenden Militärdienst. Darunter ein Großteil der Länder Europas, Nordamerikas, Asiens und Afrikas. Denkt ihr, dass in Zukunft wieder in mehr Ländern das verpflichtende Militär ja eingeführt wird? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Doch lasst uns noch eine weitere Weltkarte zu einem anderen Thema anschauen. Vor einiger Zeit wurden ja auch bei uns die Uhren wieder umgestellt. Dieses Mal eine Stunde zurück, womit wir wieder bei der Winterzeit sind. In der EU wird aber ja seit Jahren darüber debattiert, ob man diese Zeitumstellung abschaffen sollte. Bisher konnte man sich aber nicht darauf einigen, ob man dauerhaft die Sommer- oder Winterzeit beibehalten will. Und so wird das Ritual immer noch 2-mal jährlich vollzogen. Genauso wie auch in anderen Staaten der Welt, wie zum Beispiel Neuseeland, Chile oder Paraguay. Dann sehen wir auch einige Länder, in denen es sich je nach Bundesstaat verändert. Zum Beispiel wurde in manchen kanadischen und US-amerikanischen Bundesstaaten die Zeitumstellung abgeschafft. Selbiges sehen wir auch in Australien. Doch wenn wir uns insgesamt die Weltkarte anschauen, sehen wir, dass die meisten Länder die Zeitumstellung nicht mehr praktizieren. Wie wir sehen, hat ein Großteil der Welt die Zeitumstellung bereits seit längerer Zeit abgeschafft. Darunter quasi ganz Asien, Lateinamerika und ein Großteil Afrikas. In Grau sehen wir dabei auch alle Länder eingezeichnet, die noch nie die Zeit umgestellt haben. Das sind besonders viele Länder in Zentralafrika, auf der arabischen Halbinsel und in Südostasien. Ich denke, dass es auch bei uns nicht mehr allzu lange dauern sollte, bis man sich in der EU auf einen Kompromiss geeinigt hat. Denn das stetige Zeitumstellen ist schon ziemlich lästig und man sieht ja, dass es in anderen Ländern auch funktioniert hat. Und zuletzt haben wir hier noch eine weitere spannende Karte zu Europa. Hierbei geht es nämlich darum, wie viel Prozent der Bevölkerung eines Landes Linkshänder sind. Und obwohl man ja eigentlich denken würde, dass der Wert ziemlich gleich verteilt ist, unterscheidet er sich zwischen den europäischen Ländern schon recht stark. Weltweit liegt der Durchschnitt an Linkshändern bei ca. 10,6%. Das ist ziemlich genau der Wert, den Italien trifft. Doch ansonsten schwankt der Wert je nach Land ziemlich stark. Wir sehen zum Beispiel viele Länder, in denen er deutlich über 12 liegt, wie zum Beispiel im Vereinigten Königreich, in Österreich, Tschechien oder Ungarn. Und in den Niederlanden und Belgien liegt er sogar über 13%. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch viele Länder, die einen extrem niedrigen Wert an Linkshändern haben. Besonders in Richtung Balkan und Osteuropa ist dies klar ersichtlich. So ist der Wert in den meisten ehemaligen jugoslawischen Ländern wie Slowenien, Kroatien oder Serbien unter 8%. Auch Polen hat nur einen Wert von 8,6% und in Russland sind es sogar nur noch knapp 6%. Und spannend ist ja auch der Unterschied zwischen den deutschsprachigen Ländern, der einige Prozentpunkte beträgt. Könnt ihr euch vorstellen, woher diese starken Unterschiede kommen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.